Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Cold Case, und zwar aus dem Jahr 1991. Opfer war die damals 36-jährige Gisela Singh. Der Tattag ist nicht genau bekannt. Es ist nur sicher, dass dieser nach dem 14. Juni 1991 war. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 10. Januar 1992. Gisela lebte im Frankfurter Raum ohne festen Wohnsitz, hatte aber zu den in Wiesbaden lebenden Eltern einen festen, regelmäßigen Kontakt. Am 11. Juni 1991 ist sie zum letzten Mal zu Besuch bei ihren Eltern. Wie üblich bleibt sie nur kurz. In der Sendung wird so dargestellt, dass sie dort dementsprechend ist, noch beim Abwasch hilft und dann schon wieder los muss. Gegen 12.45 Uhr verlässt sie die Wohnung der Eltern, und dies war dann das letzte Mal, dass ihre Eltern sie gesehen haben. Vermutlich ist sie nach dem Verlassen des Elternhauses mit der Straßenbahn zurück nach Frankfurt am Main gefahren. Es gibt aber keine gesicherten Angaben für den Zeitraum, nachdem sie das Elternhaus verlassen hat, wo sie sich zum Beispiel aufgehalten hat. Man geht ebenso davon aus, dass sie am späten Nachmittag noch das Café Fix in Frankfurt in der Moselstraße aufgesucht hat. Dieses Café wird in der Aktenzeichen XY-Sendung als Zufluchtsort für Drogensüchtige bezeichnet. Gisela selber hängt seit mehreren Jahren an der Nadel und verdient ihren Lebensunterhalt durch Prostitution. Das Café Fix wurde im Februar 1991 von einem Hilfsverein in Zusammenarbeit mit dem Drogendezernat eröffnet. Bis zu 500 Drogensüchtige suchten das Café täglich auf und bekamen dort zum Beispiel für ein paar Mark ein warmes Essen, und ebenso verfügte das Café dann über einen angeschlossenen Behandlungsraum, in dem man sich auch ohne Krankenkassenzugehörigkeit ärztlich behandeln lassen konnte. Bei den Behandlungen handelte es sich zumeist da um Folgeerscheinungen der Drogensucht, wie Kreislaufprobleme und offene Wunden durch den Drogenkonsum, die versorgt werden müssen. Mehrere der Patienten dort sind, wie auch Gisela, an AIDS erkrankt. Gisela selber ist bereits in einem akuten Stadium. Zu dieser Zeit hatte sich der Frankfurter Straßenstrich bereits von der Kaiserstraße in die Westendstraße ausgebreitet. Und dort wartete normalerweise in den Abend- und Nachtstunden auch Gisela auf ihre Kunden. Vermutlich auch am Abend des 11. Juni 1991. Noch ein paar Informationen zu dem damaligen Gesundheitszustand von Gisela. Regelmäßig wurde sie von Rettungssanitätern aufgelesen und in die Uniklinik gebracht. Entweder war sie zugedröhnt, bewusstlos oder auch verwahrlost. Mehr als 16 Jahre ging sie bereits anschaffen, und das immer ohne Kondom, weswegen sie dann auch AIDS bekommen hat. Sie ging mit jedem Freier mit. Hauptsache, es gab Geld. Sie sei auch bei sehr schrägen Typen eingestiegen, erinnerte sich eine ehemalige Kollegin aus dem Straßenstrichmilieu. Dann kann nicht in Erfahrung gebracht werden, wo sie sich die nächsten Stunden aufgehalten hat. Für eine kurze Zeit führt ihre Spur nach Pforzheim. Hier kauft sie am 13. Juni 1991 am Bahnhof eine sogenannte Zonenkarte mit Gültigkeit bis nach Ludwigshafen und Mannheim. Wie und eventuell mit wem Gisela nach Pforzheim gekommen ist, konnte die Polizei nicht ermitteln. An diesem Tag dann fährt sie mit dem Zug E3414 von Karlsruhe nach Heidelberg. Das konnte dadurch ermittelt werden, da der Fahrschein bei ihr gefunden wurde und auf dieser Teilstrecke von einem Schaffner entwertet wurde. Ob Gisela nur bis nach Heidelberg gefahren ist oder dann in einen anderen Zug umgestiegen ist, konnte nicht ermittelt werden. Sie muss aber am selben Tag irgendwie noch nach Frankfurt gekommen sein.
Denn am 14. Juni gegen ca. 1.30 Uhr morgens wird sie erneut in der Westendstraße gesehen und wartete dort offensichtlich auf Kunden. Bei der späteren Befragung der Zeugen auf der Westendstraße, also ihrer Kolleginnen, erfährt die Polizei, dass Gisela einen Stammfreier gehabt haben soll. Ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren mit dem Vornamen Hans. Und dieser soll einen blauen PKW gefahren sein. Er soll sie regelmäßig freitags in der Westendstraße abgeholt und wieder zurückgebracht haben. Ob er auch an diesem besagten 14. Juni Gisela abgeholt hat, ist nicht bekannt. Das letzte Mal mit Sicherheit gesehen wurde sie am 14. Juni 1991 gegen 15 Uhr von dem Arzt im Café Fix. Sie ließ sich dort ärztlich versorgen, weil es ihr gerade gesundheitlich sehr schlecht ging. In der Szene bei Aktenzeichen Y wird es so dargestellt, dass es wohl hauptsächlich um Wunden an ihrem Bein ging. Danach wurde sie nicht wieder lebend gesehen. 2 Wochen später fanden sie Pilzsammler tot in einem Waldstück. Am Fundort der Leiche wurde dann auch das bereits angesprochene Zugticket gefunden. Ein Ehepaar aus Kelsterbach mit seinem damals 23-jährigen Sohn ging an diesem Nachmittag im Hofheimer Wald spazieren. Unweit der Straße nach Langenhain, in der Nähe des Parkplatzes am Eselsweg, waren die drei unterwegs. Das Waldstück hieß, glaube ich, Hofheimer Wald. Erst sollen sie Pilze gesucht haben und dann fanden sie im Unterholz die stark verweste Leiche von Gisela. Auf 50 bis 60 Jahre schätzte der Gerichtsmediziner zunächst die Frau, deren Überreste eben mit Laub, Erde und Ästen zugedeckt waren. So hat es dann ein Polizeireporter 2 Tage nach dem Fund in der Zeitung Frankfurter Neue Presse berichtet. Nachdem die Identität der Toten einige Tage später durch die Veröffentlichung von Fotos geklärt werden konnte, stand fest, dass ihr Leben deutlich kürzer gewesen war, denn sie war gerade mal 36 Jahre alt, als sie dem Täter begegnete. Ihr Körper war gezeichnet von dem Drogenkonsum und hatte ihn offenbar früh altern lassen. Nicht nur zahlreiche Einstiche, sondern auch unzählige Narben soll sie gehabt haben. Der Täter hat, wie schon gesagt, die Leiche mit Ästen und Laub zugedeckt. Ihre Schuhe, Hose und Socken drapierte er fein säuberlich neben ihrem Kopf. Weiterhin hatte er ihren Bauchraum geöffnet und den Dünndarm entfernt. Man kann also insgesamt sagen, dass Gisela ziemlich weit heruntergekommen war. Sie hatte auch eine Tochter, aber die Verantwortung für diese Tochter hatte sie zum Zeitpunkt ihres Todes schon lange entzogen bekommen. Die Kleine kam mit 2,5 Jahren in eine Pflegefamilie und sie hat ihre Mutter im Alter von 12 Jahren ein letztes Mal gesehen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung erzählte sie, dass ihre Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank und schwach war, AIDS hatte und die Krankheit tatsächlich schon ausgebrochen war. Es war schlimm für die Tochter, aber sie hatte immer noch gehofft, dass es ihr irgendwann wieder besser gehen wird und alles wieder gut würde. Doch 2 Jahre später erfuhr sie dann von dem Tod ihrer leiblichen Mutter. Dass die Leiche von Gisela im Unterbauch Stiche aufwies, war schon 1991 bekannt. Damals hieß es aber, sie könnten von einem Kampf mit dem Mörder stammen. Dieser hatte sein Opfer aber laut Bericht der Gerichtsmedizin erdrosselt oder erwürgt. Was die Ermittler damals die Öffentlichkeit eben nicht wissen ließen, dass der Körper von Gisela wie bei allen anderen Opfern, für die das LKA Manfred Seel als mutmaßlichen Mörder ansieht, verstümmelte. Der Täter hatte auch wie bei anderen Opfern Leichenteile entnommen. Warum? Dazu gibt es verschiedene Vermutungen. Es könnte sich um sexuelle Befriedigung oder Kannibalismus handeln. Die Ermittlungen in den Wochen nach dem Auffinden der Leiche, die vermutlich mindestens 14 Tage im Hofheimer Wald lag, konzentrierten sich zunächst auf diesen Stammfreier von Gisela.
40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und stets gut gekleidet, so war die Beschreibung. Der 2014 verstorbene Manfred Seel war 1991 44 Jahre alt. War er der Gesuchte? In dem Zusammenhang mit der Tat an Gisela Singh taucht immer wieder Manfred Seel als möglicher Täter auf. Denn dieser war immer sehr aktiv, wenn man es mal so ausdrücken darf, am Frankfurter Straßenstrich. Ich zitiere jetzt mal ein bisschen aus dem Wikipedia-Eintrag von Manfred oder über Manfred Seel, dass ihr nochmal eben genauer wisst, um wen es sich bei Manfred Seel handelt. Ich denke mal, die meisten von euch werden mit diesem Namen etwas anfangen können, aber trotzdem führe ich es einfach nochmal kurz auf. Manfred Seel wuchs als Einzelkind in Kronberg im Taunus auf. 1957 wechselte er dann auf die Realschule in Oberursel und dann absolvierte er in der Frankfurter Traditionsdruckerei und Klischeeanstalt Georg Stritt und Co. in der Mainzer Landstraße 184 eine Lehre als Klischeeätzer. 1967 begann sein zweijähriger Wehrdienst und von 68 bis 69 diente Seel im Raketenartilleriebataillon 52 in der Stäubenkaserne in Gießen. Ab 1970 dann arbeitete er in seinem gelehrten Beruf in Frankfurt und begann 1973, nachdem er auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur absolviert hatte, an der Goethe-Universität in Frankfurt ein Studium der Kunst und Sozialgeschichte. Dies brach er aber kurze Zeit später wieder ab. Seine Arbeitsstelle in der Mainzer Landstraße befand sich in der Nähe zum Johanna-Kirchner-Stift, in dem 1970 die beiden Opfer Gudrun Ebel und Hatice Erol Keroğlu beschäftigt waren. Zusammen mit seinem Partner Werner Lederer führte er ab 1960 ein kleines Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen in Schwalbach. Seine Frau, mit der er seit 1973 verheiratet war und seit 1979 eine gemeinsame Tochter hatte, starb im Jahr 2013. In seiner Freizeit spielte Seel von 85 bis 2014 Klarinette und Saxophon in der Band Overall Jazz Gang. Von seinen Nachbarn wurde er als freundlicher und unauffälliger Mann beschrieben, der jedoch gelegentlich zu aggressiven Ausbrüchen neigte. Manfred Seel soll laut Zeugenaussagen Anfang der 90er Jahre regelmäßig den Frankfurter Straßenstrich aufgesucht haben. Eine Prostituierte berichtete, dass sie von ihm misshandelt worden sei und diesen Vorfall der Hotline des Frankfurter Streetwork- und Beratungsprojekts für Sexarbeiterinnen meldete, um andere Frauen vor seinem gewalttätigen Verhalten zu warnen. Im Jahr 1996 machte eine Alkoholentziehungskur in der Entzugsklinik Sonnenberg in Erbach-Odenwald. 2014 starb Manfred Seel dann, nachdem er ein Jahr zuvor die Diagnose Speiseröhrenkrebs erhalten hatte. Die Ermittlungen gegen Seel begannen wenige Wochen nach seinem Tod. Seine Tochter und ihr Lebensgefährte entdeckten bei der Auflösung seines Haushalts in einer von Seel gemieteten Garage Leichenteile und informierten die Polizei. Seit September 2015 ist die LKA-Arbeitsgruppe Alaska, die Manfred Seel als Hauptverdächtigen mehrerer Morde ausgemacht hat, mit der Aufklärung dieser Fälle beschäftigt. Alaska war der Spitzname von Manfred Seel, da er dafür bekannt war, auch in der warmen Jahreszeit häufig Pelzkleidung zu tragen und zudem Alaska eines seiner bevorzugten Reiseziele war. Seel galt zuvor als unbescholtener Bürger. Die Spur führte ins Frankfurter Rotlichtmilieu und zum Aufrollen alter und ungeklärter Fälle von Prostituiertenmorden. Die Seel zugeschriebenen Taten wurden mit großer Brutalität und Destruktivität aus sexuellem Sadismus ausgeführt. Die Opfer wurden durch scharfe Gewalt in sexuell relevante Zonen getötet. Bezeichnend ist, dass der Täter als Trophäe seinen Opfern bis auf einen Fall postmortem Organe entnahm,
beziehungsweise ihnen bestimmte Körperteile wie Genitalien oder Arme und Beine abschnitt, die er später an verborgenen Orten aufbewahrte. Der Täter habe sich vermutlich bewusst einen Rückzugsort gesucht, um die Tatbegehung dann ungestört in seine sexuellen Fantasien mit einbauen zu können. Auch Kannibalismus kann nicht ausgeschlossen werden. Den Opfern wurden stets unterschiedliche Körperteile entnommen und niemals die gleichen. Der zuständige Ermittler sagte dazu auf einer Pressekonferenz: Mal sei es ein rechtes Bein, mal ein linker Arm. Wenn Sie das zusammenrechnen, können Sie dadurch tatsächlich einen neuen Körper herstellen. So, das war es erst einmal mit dem Fall, also der Darstellung des Falls und auch nochmal eine kurze Beschreibung von Manfred Seel. Zum Thema Manfred Seel gibt es, glaube ich, einige Videos hier auf YouTube. Deswegen verweise ich einmal dann auf die entsprechenden Kollegen, die solche Videos erstellt haben oder auch andere Dokumentationen. Da können wir noch ein bisschen mehr über Manfred Seel erfahren. Also aufgrund der Auffindesituation von Gisela kann man schon davon ausgehen, dass es Manfred durchaus gewesen sein könnte. Denn erst einmal hat er ja noch verschiedene Sachen um ihren Kopf drapiert. Das sieht dann natürlich schon mal danach aus, als wenn man solche Taten schon des Öfteren begangen hat und man dort im Prinzip die Ruhe weg hat. Und weiterhin dann die Entnahme des Dünndarms. Wenn ihr euch recht daran erinnert, gibt es ja noch den Fall von dem damals 13-jährigen Tristan Rübach, auch aus Frankfurt am Main. Dieser wurde am 26. März 1998 in Frankfurt-Höchst tot aufgefunden. Und auch ihm wurde postmortem, also nach Eintritt des Todes, beide Hoden sowie Muskelfleisch aus Gesäß und Oberschenkeln entfernt. Auch dieser Fall ist bis heute ungeklärt. Es gibt ein Video dazu von mir, ist aber ein ziemlich altes, da müsst ihr ziemlich nach unten scrollen, wenn ihr euch das einmal anhören oder anschauen mögt. Obwohl es sich hier um ein männliches Opfer handelt, hält es die Polizei auch für nicht ganz abwegig, dass auch hier eventuell Manfred Seel der Täter sein könnte. Und wenn ihr euch dann nochmal anschaut, ich hatte vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche, ein Video hochgeladen. Der Fall war allerdings aus Flensburg. Und zwar ging es da um Sylvia Dirks. Die Tat fand statt im Jahr 1994 in Flensburg. Auch sie war Prostituierte, arbeitete allerdings nicht auf dem Straßenstrich, sondern hatte eine Modellwohnung gegenüber des Bahnhofs. Und auch ihr wurde dementsprechend ein Stück Fleisch, ich glaube, aus dem Unterarm herausgeschnitten. Ob das jetzt zwangsläufig mit Manfred Seel zusammenhängt, kann, muss aber nicht, weil er ja hauptsächlich im Frankfurter Raum tätig war. Aber auch da besteht durchaus die Möglichkeit. Vielleicht solltet ihr euch den Fall auch nochmal anhören. Der ist vor einer Woche von mir hochgeladen worden. Schaut ihn euch einfach mal an. Wie schon gesagt, es wird jetzt relativ schwierig, diese Fälle aufzuklären, die mit Manfred Seel in Verbindung gebracht werden. Genauso eben wie der Fall von Gisela hier, da er leider schon tot ist und tatsächlich eben beim Entrümpeln seines Eigentums dann dort Leichenteile gefunden wurden und er all die Jahre, also mindestens 20 Jahre, nicht mal ansatzweise mit solchen Taten in Verbindung gebracht wurde. Ich werde mich in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen umschauen, welche ungelösten Fälle es noch gibt, die mit Manfred Seel in Verbindung gebracht werden. Und werde dann dementsprechend auch noch mal Videos dazu machen. Ich muss mal schauen, je nach Informationslage, die ich da habe, werde ich da einzelne Videos dazu machen, beziehungsweise eventuell auch zwei Fälle in ein Video packen. Aber kommen wir noch mal zurück auf den Fall von Gisela. Anscheinend, also rein theoretisch, muss es ja so gewesen sein, dass der Täter sie dann tatsächlich wohl von dem Straßenstrich mitgenommen hat in der Westendstraße und muss sie dann irgendwo hingebracht haben, wo er seine Tat dann in aller Ruhe durchführen konnte. Dies spricht also auch auf jeden Fall meiner Meinung nach
für einen Serientäter, der dies, naja, sagen wir es mal so, schon professionell macht. Und da passt Manfred Seel natürlich als Täter wunderbar rein. In der Aktenzeichen XY-Sendung wurde nicht dargestellt, dass Gisela schon so weit heruntergekommen war. Diese weiteren Informationen habe ich aus entsprechenden Artikeln und sie muss wirklich schon ganz weit am Ende gewesen sein und ist in so einem Fall natürlich auch ein leichtes Opfer. Und wenn man es dann nur darauf auslegt, jemanden zu töten und dort irgendwelche Teile herauszuschneiden, ich denke mir mal, dann ist es dem Täter auch relativ egal, in welchem gesundheitlichen Zustand sich das Opfer dann befindet. Und so wie wir schon gehört haben, ist es ja so gewesen, dass sie wirklich zu jedem ins Auto gestiegen ist. Gut, das war es jetzt auch zu diesem Fall und zu meiner Spekulation. Also ich halte Manfred Seel tatsächlich als möglichen Täter in diesem Fall und bin mal gespannt, was ihr denkt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss, weise nochmal kurz darauf hin, dass ich auch dieses Video mit einem anderen Mikrofon gemacht habe und deswegen eine etwas andere Tonqualität, aber in Kürze gibt es wieder die Videos mit dem alten Mikrofon. Gut, dann passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Bis zum nächsten Mal und tschüss.